Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Hebertshausen. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. So, liebe Zuschauer, wir sind immer noch bei Hebertshausen und zwar besuchen wir jetzt den Dieter. Der Dieter hat eine Brauerei, eine kleine, gell? Da ist der Dieter. Dieter Habertieri, grüß dich. Grüß dich. Das ist ja herrlich. Man geht ja an ein Wohnhaus her und unten riecht es überall nach Brauen. So ist es ja. Das ist ein schöner Duft zum Aufwachen. Ah, das ist herrlich. Aber zum Aufwachen, da muss man schon aufstehen erst einmal. Ja. Oder später kommen. Dann gibt es aber erst einmal einen Kaffee, bevor man das eigene Bier dann probieren kann. So ist das, so ist das. Mein Lieber, hier hast du schon dein Rohstofflager. Ja, das ist mein Malzlager. Ja. Also drei verschiedene Basismalze. Ja. Die kommen alle von der Metzerei. Da fahren wir zweimal im Jahr hin und holen uns eine halbe Tonne Malz. Frag dich, wie wusst du das brauchst? Als privater Mann, Scholz. Das ist ja logisch, dass man es braucht. Ein gutes Bier. Man zum Brauen. Gutes Bier. Du sag einmal, wie kommt es dazu, dass du selber für dich zum Brauen angefangen hast? Du bist kein gelernter Braumeister. Ich bin gelernter Braumeister. Was hast du vorher gemacht? Ich war in der Softwareentwicklung tätig bei einer größeren Firma. Und hast dich dann fürs Bierbrauen entschieden? Ja, das ist ein bisschen eine alte Geschichte. Das ist schon fast 20 Jahre her. Eine Freundin von uns hat Chemie studiert und hat eine Promotionsfeier, war in Weinstephan. Und da war halt das erste Kellerbier, also naturtrübes Bier haben wir damals gehabt. Ja. Und da war ich so frech und habe am Tisch gesagt, ja, das kann ja jeder sowas. Und schon war ich dabei. Du machst das, aber das muss man sich ja erst einmal aneignen alles, ja, oder? Ich habe dann ein Fachbuch gekauft und beim S-Bahnfahren nicht mehr gelesen. In die Arbeit rein zum Softwareentwickeln bis dann genau. Zum Brauer geworden, oder? Ja, genau. Was hast du denn alles an Rohstoffen? Also ich meine, wir brauchen ja nicht viel für ein gutes Bier, ne? Nein, braucht man nicht viel. Der Hauptlieferant ist eigentlich das Malz. Ja. Und da gibt es verschiedene Malzsorten. Also das ist jetzt einmal ein Wiener Malz. Aha. Dann hat man noch ein paar Spezialmalze, ein paar mehr deftigere Malze. Ja. Dann auch verschiedene Farbtöne, die sind dann ein bisschen dunkler geröstet. Aha. Ich habe drin ein paar Lingen. Ah ja, ja, dann gehen wir rein. Ja, schauen wir es uns einmal an. Super, perfekt. Hast du schon öfters gemacht, oder Peter? So, das ist also unser Heiligtum. Da ist er nur einer. Der rührt schon den Sud. Ja, servus. Aber Deri, wer bist du? Ich bin der Reinhold. Hallo. Ja. Du hilfst ein wenig, oder was? Wir machen das miteinander. Wir machen es miteinander, ja. Da muss man auch einen Erstfiener, der da mitwirken kann. Ne? Da muss man schon mit anlangen. Er ist eigentlich schuld, dass ich nach einer längeren Pause und ein bisschen, wo ich das zurückgehalten habe, das Brauen, wieder richtig angefangen habe. Wie lange ist es her? 5, 6 Jahre? Im 7. Jahr sind wir jetzt. Du wolltest doch bloß wieder Bier machen. Du hast doch selber für dein Gebrauch gesagt, geh, komm, wieder. Ja, weil Bier ist Kaffeewurst, das schmeckt allebei gleich. Ja. Und so kannst du mal ein bisschen variieren und machst dein Bier, das dir wirklich selber schmeckt. Also heißen das Brittelbacher Kellerbier oder wie nennst du dein Bier? Ja, das ist Kellerbrauerei also Brittelbacher. Keller ist es, das muss man sagen. Ja. Du hast ja gerade auch noch gesagt, du hast verschiedene Malze, gell? Genau. Ja, was haben wir ein schönes? Da haben wir mal eins dieser Standardmalze, das ist also das Wiener Malz. Ja, das, was wir gerade schon gesehen haben. Sieht schon mal, diese Färbung ist ein bisschen hell. Ja. Die haben wir da. Gut. Recht gut. Dann haben wir da ein Karamellmalz. Für was nimmst du denn das dann? Das ist ein bisschen, um den Geschmack ein bisschen abzurunden. Ein bisschen mehr Geschmack rein zu bekommen, mehr Malzgeschmack, ein bisschen Farbe rein. Probier mal ein Kerntl. Gerne. Süßlich. Ja, genau. Kann bei euch auch anfangen. Ja, ich bin die Malzproberin. Das ist genau. Und dann haben wir was? Das ist also ein Spezialmalz, das ist ein Karaffer, also ein ganz dunkles, durchgeröstetes Malz. Zuerst entspäht, damit also das ein bisschen Bitterstoffe raufkommen. Damit bringt man also ein bisschen mehr Farbe rein. Ja, und das Bitterer. Das Bitterer, ein bisschen Kaffeearomen schmeckt man ein bisschen raus. Hat was von einer Kaffeebohne. Genau. Aber gut. Also speziell für dunkle oder Schwarzbiere kann man da machen. Das ist also wirklich dann
wie die Nacht dunkel. Was ist denn dein Lieblingsbier überhaupt? Also, wo du sagst, das, auf das bin ich auch draufgekommen, deswegen bin ich zum Biertrinker geworden. Das ist meine große Leidenschaft. Meine große Leidenschaft sind IPAs. Was ist denn das? Was ist denn das? IPA ist die Abkürzung von India Pale Ale. Das ist ein Bierstil, der in England kreiert wurde zur Kolonialzeit. Die haben das Bier zu ihren indischen Kolonien geschifft und war also recht lange auf der Seereise unterwegs und ist dann schlecht geworden. Und um dem entgegenzuwirken, hat man halt das ein bisschen stärker erbraut. Und zweitens, was das Wichtige ist, viel mehr Hopfen dazu da. Aha. Das sind also sehr hopfenbetonte Biere. Mhm. Der Bierstil ist dann verschwunden, durch das englische Bitter dann abgelöst worden. Und seit 10, 15 Jahren ist es wieder hochgekommen. Und zwar aus der amerikanischen Kraftbier-Szene. Die hat also dieses IPA wiedererleben lassen und hat dann auch diese neuen amerikanischen Hopfensorten dazu gebracht, also die sehr aromatisch sind. Da hast du viele Bücher gelesen, wie ich feststelle. Ja, der Mann hat Ahnung. Wir werden gleich mal sehen, was es für ein Gebräu im Kessel gibt. Klein, aber fein. Der Reinhold muss rühren. Wir sind gleich da. Wir machen jetzt gleich weiter. Ja. Liebe Zuschauer, gleich sind wir wieder da und du rührst gleich einmal, weil wir müssen ja dann auch mal probieren. Ja. Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Hebertshausen. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. So, wir sind beim Dieter Scholz in der Kellerbrauerei bei Hebertshausen. Da ist das Lager, noch ein Lager. Ja. Klar, wichtig, der Hopfen. Ja, wir müssen sehen, was hast du denn alles? Also, wir haben Hopfen in Pelletsform. Das sind hauptsächlich ausländische Sorten aus Australien, aus Neuseeland, aus Amerika. Da kommt der Hopfen auch her, schau her. Und dann haben wir hier in Doldenform, der ist also vakuumisiert und den beziehen wir direkt aus der Hallertau. Also aber jetzt sagen wir mal eins, also ein Hopfen ist doch ein Hopfen, oder? Kann ein Hopfen auch andere Geschmacksrichtungen reinbringen? Da fragt jetzt der Laie, ich. Ja, es ist so, der Hopfen bringt nicht nur die Bitterkeit mit, sondern er bringt auch Öle mit. Und diese Öle sind sehr aromatisch. Mhm. Und je nachdem, welche Hopfensorte man verwendet, kriegt man wieder ein anderes Aroma ins Bier rein, über diese Öle. Mhm. Und da gibt es also wirklich, manche, die schmecken ein bisschen mehr nach Mandarine, manche mehr Mango, Zitro oder, ja, was gibt es noch? Melone habe ich schon gesagt. Verschiedenste Birne. Richtungen, Birne auch noch. Ja, Obstrichtungen. Aber sag einmal, da muss man doch erst einmal tüfteln, bis man sagt, das Bier ist jetzt so, dass ich es auch ausschenken würde. Das dauert doch, oder? Das dauert. Und an so einem Rezept tüfteln wir teilweise ganz schön lang hier. Ja. Also, das ist jetzt der Kessel da, da ging jetzt 70, 75 Liter raus. Dann haben wir noch eine kleine Anlage für so Probesude mit 20 Liter, da gehen wir dann mehr tüfteln. Wenn wir reinschauen, den wir mal aufmachen. Ja, hey. Was ist da gerade Schönes drin, Reinhold? Da ist jetzt eingemeischt, wir befinden uns gerade in der Verzuckerung. Das heißt, wir sind temperaturmäßig bei 72 bis 74 Grad. Ja. Und da findet jetzt die Verzuckerung statt, die dauert 25 Minuten. Und wenn die 25 Minuten vorbei sind, dann hört es mal auf 78 Grad zum Abläutern. Das ist ja eine ganz genaue Gradzahl. Wenn du jetzt auf 79 Grad hochgehst, ist es dann kaputt, oder was? Ja, fast. Wirklich? Und zwar, was da wirkt da drin, das sind Enzyme. Ja. Und Enzyme haben bestimmte optimale Temperaturen, bei denen sie wirken. Die Enzyme sind dafür verantwortlich, dass aus der Stärke Zucker gemacht wird. Mhm. Und verschiedene Enzyme produzieren verschiedene Zuckerarten. Mhm. Also auch höherwertige Zucker, die also dann von der Hefe nicht verwertet werden können, also in Alkohol umgesetzt werden. Das heißt, wenn man jetzt da die Rasten oder die Temperaturen so liegt, dass man da so mehr höherwertige Zucker da produzieren lässt, dann ist das Bier hinterher viel süßer. Wie oft ist denn ein Bier schon richtig daneben gegangen in der Probierphase? Also was sagst du, nein, das kann man nicht saufen. Naja, ein, zwei Mal. Schon mal? Ja, einmal haben wir da dann irgendwie Fremdhefen reingekommen.
Das Problem war, wir haben im Keller Obst gelagert gehabt. Eieiei, da kommt was anderes mit rein. Da schwirrt alles mögliche in der Luft rum. Ja. Aber seitdem ist Obst im Keller verboten. Aha, du passt damit auf. Arbeitet ihr immer gemeinsam oder macht das jetzt eher als Chef und sagt, Reinhold, du? Nein, nicht immer, weil ich beruflich halt noch in die Arbeit gehe. Ja. Und der Dieter Zeit hat, der macht einmal dazu da allein. Aber in der Regel sind wir schon zu zweit und machen wir das ganz gerne auch miteinander. Wie oft machst du? Wie oft brauchst du? Ist das eine gewisse Literanzahl? Bist du schon im Hektoliterbereich? Nein. Wir haben uns einmal vorgenommen, für dieses Jahr ungefähr so 20 Hektoliter zu brauchen. 20 Hektoliter? Das ist so eine Anzahl. Ja, das muss man erst einmal da trinken, gell? Ja. Wer der trinkt denn das dann? Wie kriege ich das denn dann? Also wir stammen aus dem Hobbybereich her und haben früher also das ganze Bier ja, verschenkt, verkauft, haben wir es nicht dürfen. Und seit ja, Mitte letzten Jahres haben wir das Ganze offiziell gemacht. Mit Gewerbeanmeldung, mit Anmeldung und Eintragung in die Brauerrolle und Lebensmittelkontrolle. Ja, jetzt wird es ernst. Jetzt wird es ernst. Aber wir haben es geschafft. Du, probieren. Schiedere ist da, Rudi, ja, zum. Was ist das? Ein Braubursch heißt das. Das hat er Braubursch genannt, weil der Sohn vom Dieter das Rezept, da hat er mitgebraut und deswegen ist das der Braubursch geworden. Das ist ein IPA. Ja, machen wir mal auf, sind da. Da zeigen wir mal an. Es ist ja gesund. Ja, um welche Tageszeit auch immer, Bier ist gesund, macht schön, lässt weibliche Formen wachsen. Weil da sind ja viele Enzyme drin. Mei, das ist ja gut. Schau mal, du kriegst schon mal eins. Also da sind nicht mehr so viele Enzyme drin. Ein wenig dunkleres. Ja, die sterben eben bei 78 Grad, sterben die Dinge, die ihre Tätigkeit einstellen. So, das lasse ich mir eingehen. Ich mag meinen so, Beruf. Bevor wir jetzt einmal kosten, riechen wir erst einmal dran. Riechst du die Aromen? Ja, sehr. Das ist. An was erinnert dich das? Ja, aber ich rieche schon halt. Also eigentlich hat es was von der Marille, Mandarine. Ja, Zitrone. Zitrone. Grapefruit. Ich bin ein Biersommelier. Maracuja, das sind so die Aromen, die da. Schon, gell? Ja. Das war jetzt gar nicht so schlecht. Ich muss aber immer erst schmecken, dann schmecke ich die Aromen. Prost! Wo es alles aus so einem Keller bei Hebertshausen rauskommen kann. Ich gratuliere. Brittelbacher Kellerbier. Ich danke dir, Reinhold. Ich danke dir, Dieter. Mhm. Und mach weiter so, gell, dass es die 20, 30 Hektoliter werden. In diesem Sinne. Prost, Baum. Prost. Danke euch. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Machen Sie es gut. Servus. Die Ortschaft der Woche wurde präsentiert von den Stadtwerken München. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Hebertshausen. Wechseln auch Sie.